Hallo und herzlich willkommen bei Barstuning. Wir werden heute mal einen Schaltplan durchgehen, wie man einen Schaltplan liest und wie man das Ganze aufs Kfz anwendet. Folgendes: Es gibt, ich weiß nicht wie viele Schaltpläne. Meistens ist es so, dass sich da jemand hinsetzt, der natürlich gewisse Erfahrung hat, nicht im Internet, sondern im Alter, und sich da vor den PC setzt und versucht, so einen Schaltplan zu erklären. Wir werden es heute ein bisschen praxisnah machen. Das heißt, wir haben einmal hier, habe ich euch was aufgebaut, dass wir nachvollziehen können, okay, wie läuft jedes Kabel, wo geht's durch und sonstiges. Das mal zum einen. Und was wir heute als Beispiel nehmen, an diesem Fahrzeug geht die Hupe nicht. Dementsprechend werden wir das heute durchgehen. Die Hupe ist eigentlich ein sehr leichtes System. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Doppelhorn. Das sieht man an zwei Hupen. Wenn das Fahrzeug nur eine Hupe hätte, wäre es noch etwas simpler. Allerdings ist es natürlich auch so, dass umso älter das Fahrzeug ist, umso schwieriger ist es, einen Stromlaufplan zu finden. Ich habe jetzt mir mal hier den Stromlaufplan rausgesucht für die Hupe. Sieht jetzt erstmal doch noch relativ kompliziert aus. Das Tipp von mir, wenn ihr mit dem Stromlaufplan arbeiten müsst, sucht ihr euch natürlich erstmal raus, okay, wo steht denn Hupe drauf? Also ihr habt hier oben zum Beispiel so Begriffe wie Scheibenwischanlage. Warum der Zettel jetzt da liegt, das sehen wir gleich. Und hier steht auf jeden Fall Doppelhorn. Zum einzigen habe ich leider nichts gefunden an Schaltplan. Und dann sehen wir hier drüben H1 bzw. H ist die Bezeichnung am Schaltplan von Hupe. Also es gibt gewisse Zeichen, die man wissen kann. Mein Berufsschullehrer hat aber immer gesagt, okay, wenn du weißt, wo steht, ist das auch kein Drama. Das musst du nicht auswendig wissen. Das ist einfach Erfahrung, das kommt mit der Zeit. Also H ist Bezeichnung für Hupe oder Doppelhorn oder sonstiges. Im Schaltplan sehen wir das dann hier. Also wir haben hier unten eine gewisse Legende. Wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz durch, was das hier alles ist. Ich werde euch das Ganze mit farblichen Verläufen hier auf dem Bildschirm ein bisschen zeigen, dass es ein bisschen leichter ist, nachzuvollziehen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben jetzt dieses gefunden. Hier steht Doppelhorn drauf und das ist genau, was wir suchen. So, jetzt sehen wir hier drüben F4 zum Beispiel. Ist hier bezeichnet Schalter rückverleuchten. Haben wir nichts mit zu tun. Also ist es so, dass wir das hier einfach mal abdecken. So, jetzt wird schon ein bisschen leichter. Was haben wir hier? Diese Leitung, da steht nichts, hat nichts mit uns zu tun, geht hier oben weg von Masse, auch irrelevant. Heißt, decken wir uns ab. So, man sollte natürlich wissen, dass ein Relais in einem Stromlaufplan so gezeichnet wird. Generell in einem Stromlaufplan wird alles stromlos gezeichnet. Das heißt, ein Relais zum Beispiel ist nicht geschlossen. Wie ein Relais funktioniert und welchen Nutzen es hat als Komfortschaltung und sonstiges, dazu habe ich mal ein Video gemacht. Das werde ich euch hier oben einfach mal verlinken. Könnt ihr gerne anschauen. Ist sehr gut bei euch angekommen. Dementsprechend mache ich auch dieses Video jetzt. Also hier oben haben wir ein Relais und zwar J4. Wenn wir hier unten in unsere Legende reinschauen, Relais für Doppelhorn, steht hier auf jeden Fall drin. Also sind wir hier schon mal goldrichtig. Und schauen hier mal unabhängig von den Pins und sonstigen Belegungen, was hier eigentlich überhaupt los ist. Es gibt hier so gewisse Zeichen, wie zum Beispiel hier T19, Pin 14. Das ist zum Beispiel das Zeichen für eine Steckverbindung. T19 gibt an, wie viele Pins diese Steckverbindung hat und die 14 gibt an, welcher Pin es ist. Hier oben sehen wir zum Beispiel eine 1,5 BRSW. 1,5 steht für den Kabeldurchmesser im Quadrat. BR ist braun, SW ist schwarz. Ist schon immer sehr naheliegend. Am Anfang jedes Schaltplans gibt es zum Beispiel auch immer so eine Legende, wo zum Beispiel die Farbenbezeichnungen drinstehen. Ist aber auch wieder Erfahrung, kommt mit der Zeit. Und SW ist jetzt sonst wahrscheinlich nichts anderes außer schwarz. Dann gehen wir jetzt hier mal entlang und sehen jetzt hier, okay, das geht hier aufs Horn. Hier oben, ich decke das jetzt einfach mal so ab, hier oben sehen wir zum Beispiel verschiedene Klemmen. Also Klemme 30 ist Dauerplus, Klemme 15 ist Zündungsplus, Klemme 31 ist Masse. Das sind vielleicht Sachen, die ihr euch wirklich aneignen solltet, Klemmenbezeichnungen zu wissen, beziehungsweise die typischen. Das macht es euch auf jeden Fall wesentlich leichter, so einen Stromlaufplan zu lesen. Dann haben wir hier zum Beispiel eine Nummer C13. Können wir wieder in unserer Legende gucken. C13 plus Verbindung im Leitungsstrang Doppelhorn. Okay, wir wissen, das ist plus. Hier unten haben wir eine 129, schauen wir wieder in unserer Legende, Masseverbindung in Leitungsstrang Doppelhorn. Also diese Legende hier unten, ihr merkt schon, die ist viel, viel wert, um einfach nachzusehen, okay, was ist was. Genau, dann haben wir das hier besprochen mit den Pins. Das Relais selber besprechen wir jetzt auch gleich. Und jetzt sehen wir aber hier noch eine 205.
Was ist das denn? Das Problem ist natürlich, dass wir einen Stromlaufplan nicht auf einer einzigen A4-Seite zeichnen können und darstellen können, sodass es wirklich gut verständlich ist. Also beim Golf 3 zum Beispiel, was ich gefunden habe, sind es über 50 Seiten nur Stromlaufplan zu sämtlichen elektrischen Leitungen nur in diesem Fahrzeug. Dementsprechend gibt die Nummer 205 den Strompfad an. Wir sehen hier unten, wie so eine X- oder Y-Achse, sehen wir hier einen Strompfad. Das ist überall so. Bei jedem Schaltplan werdet ihr unten den Pfad finden. Und das heißt einfach nur, es geht bei Pfad 205, geht diese braun-blaue Leitung 1 mm im Quadrat weiter. Deswegen haben wir uns das zweite Blatt zur Hilfe geholt. Hier ist es jetzt wieder so, okay, wo ist hier unten die 205? Das ist das hier. Dementsprechend können wir das auch erstmal wieder so ein bisschen abdecken. Wird schon wieder wesentlich übersichtlicher als so. Bei 205 ist es dann so, dass wir hier kontrollieren können, okay, 194 Stromlaufpfad ist hier und genau bei diesem Pfad hier oben geht er auf die 205. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall eine Verbindung. Das ist keine Steckverbindung, sondern eine durchgehende Verbindung. Kurz zur Erinnerung, eine Steckverbindung sieht so aus wie zum Beispiel T19, Pin 14. Das heißt, wir kommen hier drüben raus, immer noch mit braun-blau. Hier oben haben wir auch braun-blau, also die Kabelfarbe ändert sich nicht deswegen. Und es geht praktisch ein komplettes Kabel ohne Steckverbindung hier durch. Nun haben wir jetzt hier ein H und das ist tatsächlich unten in der Legende die Signalhornbetätigung. Wie gesagt, wir gehen das gleich alles mal in der Praxis durch. Ich habe das hier komplett funktionierend mal aufgebaut, sodass man sich da mal was vorstellen kann. Weil meine Probleme beim Stromlaufplan in der Ausbildung waren immer, dass ich selber einfach nicht die Vorstellung dazu hatte, okay, wo geht was rein und konnte mir das direkt bildlich vorstellen. Dementsprechend ist es sehr, sehr schwer, elektronisch irgendwas nachzuvollziehen, für mich zumindest. Vielleicht geht es da anderen Leuten anders, so war es zumindest immer bei mir. Das heißt, wir suchen uns einfach mal raus, das, was wir brauchen. Also, verbunden ist, hier drüben haben wir eh schon gesagt, nehmen wir das mit unserem Doppelhorn hier. Mehr brauchen wir nicht, das passt. Das Relais hier oben ist wichtig. Hier oben haben wir noch S13 stehen, 10 Ampere. Das steht einfach nur dafür, dass es Sicherung Nummer 13 ist. Also S steht für Sicherung. 13 ist praktisch der Steckplatz, den wir zum Beispiel wieder hier auf unserer Legende finden. Auf der Sicherungskastenabdeckung ist 13 das Signalhorn. Und drunter steht noch, was für eine Sicherung das ist, 10 Ampere. Gut, dann haben wir diese Seite. Jetzt decken wir hier noch ein bisschen was ab. Und zwar brauchen wir im Endeffekt eigentlich nur die Hupenbetätigung. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Die geht hier oben, sehen wir es wieder, Klemme 31, geht diese Betätigung auf Masse. Geht dann hier runter auf den Lenkstockschalter. Das ist nämlich der Punkt. Um das mal ganz kurz am Fahrzeug zu zeigen, ist es natürlich so, dass ihr hier euer Lenkrad drauf habt und im Normalfall den Hupenknopf im Lenkrad habt. So. Jetzt ist natürlich so, dieses H, was wir auf dem Schaltplan gesehen haben, ist praktisch diese Betätigung. Das Signal wird vom Hupenknopf praktisch über den Lenkstockschalter übertragen und geht dann unten in den Sicherungskasten rein. Also das ist zumindest das, was wir laut dem Stromlaufplan entnehmen können. Um das Ganze jetzt, wie gesagt, ein bisschen leichter zu machen, decken wir jetzt einfach mal das ab, was wir nicht brauchen. Auf jeden Fall schon mal wesentlich übersichtlicher als vorher, mit zwei kompletten Blättern, wo man nicht mehr weiß, was passiert und sonstiges. Mein Tipp, druckt euch den Stromlaufplan aus, beziehungsweise die Seiten, die ihr braucht, weil auf dem Computerbildschirm lässt sich wahnsinnig schlecht mit dem Kugelschreiber draufmalen. Dementsprechend druckt euch das aus, so könnt ihr, wenn ihr verschiedene Sachen prüft, abzeichnen bzw. abstreichen, was ihr geprüft habt und was nicht. Wir gehen jetzt mal hier ganz kurz diesen Aufbau durch anhand des Stromlaufplans. Mir war es leider nicht möglich, die korrekten Farben einzuhalten, also die korrekten Kabelfarben. Das sollte jetzt aber mal zweitrangig sein. Dementsprechend Kabelfarben mehr oder minder ignorieren. Das hier ist jetzt ein Aufbau mit, wie gesagt, dem Doppelhorn. Hier oben haben wir Relais 53. Wie ich darauf komme, sage ich euch natürlich auch gleich. Dann war es mir leider nicht mehr möglich, einen Zündanlassschalter reinzubauen. Dementsprechend gehen wir einfach davon aus, dass die Batterie bzw. der Pluspol Zündungsplus ist. Das heißt, Zündung ist an. Wir gehen einfach mal davon aus, ich habe jetzt Dauerplus, also Klemme 30 genommen anstatt 15. Nochmal zur Erinnerung, 30 Dauerplus, 15 Zündungsplus. Hier drüben, die Masse kann einfach eine beliebige Karosseriemasse oder was auch immer sein. Das sagt uns der Schaltplan leider nicht.
Also der Schaltplan sagt uns meistens nicht, wo was verbaut ist. Das müssen wir uns tatsächlich selber raussuchen. Er sagt uns nur, okay, mit welchen Kabeln ist wo was verbunden ungefähr. Hier sieht man jetzt zum Beispiel auch einen sehr gut gemachten Stromlaufplan. Also meistens fängt das Ganze immer kurz an mit einer kurzen Einleitung. Je nachdem, wie gut er gemacht ist, wird nochmal ganz kurz die Bezeichnung vorgestellt. Zum Beispiel, wie gesagt, H steht für Horn, Doppelhorn. Dann haben wir noch eine ganz kurze Erklärung, zum Beispiel die Schlüssel der Farben. Das heißt, BL steht für Blau, GE zum Beispiel für Gelb, RT für Rot und so weiter und so fort. Dann haben wir noch eine ganz kurze Erklärung drin. Das ist aber tatsächlich ganz, ganz selten drin. Also wirklich nur bei so Hilf-dir-selbst-Bücher oder sowas ist sowas tatsächlich mit drin, weil einfach davon ausgegangen wird, dass die Leute keine Stromlaufpläne lesen können. Mit der Legende kann man ein bisschen was anfangen und wenn man sich da rein verkopft, kann man sicherlich auch so einen Stromlaufplan lesen. Aber wenn es so leicht wäre, würdet euch das Video nicht angucken. Dementsprechend, ich muss auch zugeben, ich hatte auch schon mal ein bisschen Probleme beim Schaltplan lesen. Das ist überhaupt gar keine Schande. Wichtig ist, konzentriert dabei zu sein. Wie ich jetzt auf das Relais 53 komme, ist nämlich ganz simpel. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Abbildung vom Sicherungskasten. Und hier auf Relais 11 finden wir Relais für Doppelhorn in Klammern 53 oder Steckbrücke für Signalhorn. 11 wäre das hier. Dementsprechend wissen wir, okay, da ist es eingebaut und da ist es. Und dann geht's los mit den Stromlaufplänen. Und das sind gut 40 Seiten. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal die Info, wo wir zumindest das Relais rausfinden, beziehungsweise was ist das für ein Relais. Lass uns doch einfach mal durchgehen, wie das Ganze zusammengeschlossen ist. Vorausgehend zu wissen ist natürlich, ich habe hier keinen Lenkstockschalter da. Dementsprechend habe ich jetzt einfach mal ein Blatt genommen und das draufgeschrieben, dass man sich das irgendwie ein bisschen vorstellen kann, im Schaltplan als E22 bezeichnet. Lenkstockschalter ist in der Regel auch zweigeteilt. Zumindest hier bei dem Beispielfahrzeug Golf 3. Wir haben einmal einen Blinkerhebel und einmal einen Wischerhebel. Uns ist tatsächlich der Wischerhebel laut Schaltplan interessant. E22 schimpft sich der. Und dann geht das Kabel praktisch nach unten. Hier oben sehen wir zum Beispiel die Punkte und sehen zum Beispiel, okay, Klemme 30 bzw. Punkt 30 vom Relais. Das wäre dann Steckplatz 3. Also beim Relais ist das andersrum angegeben. Da ist der Steckplatz vom Relais angegeben. Auf dem Relais steht tatsächlich aber der Steckplatz drauf. Nicht, also in der Regel steht jetzt nicht 1, 2, 3, 4 da, sondern es steht zum Beispiel 87, 86, 30, 85 da. Das sind dann praktisch, ja, dann wisst ihr zumindest mal, wo ihr es anstecken müsst. Also Steckplatz 30 geht praktisch auf die 31 hier und das ist Masse. 86 vom Relais, also wir haben hier drüben einmal unseren Steuerstrom und hier drüben unseren Arbeitsstrom. Ist jetzt natürlich auch so, dass es eigentlich unnötig verkompliziert wird durch dieses Relais, allerdings haut diese Steuerung sonst anders nicht hin. Dementsprechend ist das auch so gemacht worden damals. Also die haben nicht irgendwelche Teile eingebaut, um sagen zu können, das haben wir eingebaut, sondern das hat schon in der Regel seinen Nutzen. Das wird jetzt so sein, dass wir das leider nicht so drauf bekommen, weil die das so schlecht immer draufdrucken, dass man das fast nicht erkennen kann. Das schwarze Kabel hier ist praktisch Steckplatz 30 und das hier ist 86. Ich habe jetzt, wie gesagt, 86 hier einfach mal an Zündungsplus praktisch angeschlossen, dass das schon mal dran ist. Das würde jetzt theoretisch einfach noch an Masse gehören. So, jetzt haben wir das schon mal verbunden. Also das würde an sich schon mal funktionieren. Klicken würde aber tatsächlich noch nichts, weil wir das Ganze natürlich hier hinten mit unserem Hupenknopf durchschalten müssen. Das heißt, wir überprüfen jetzt mal noch die anderen zwei Steckplätze. Das ist einmal auf der 87 mit der Steckverbindung in braun-schwarz, 1,5 Quadrat. Geht es hier runter, braun-schwarz, braun-schwarz. 129 haben wir laut Legende gesagt, ist praktisch der Massepunkt. Dementsprechend wissen wir, dass muss auf Masse gehen, beziehungsweise wird dann auf Masse durchgeschalten, sodass das Masse hat. Hier sehen wir jetzt dann deutlich, dass praktisch, wenn das jetzt bestromt wird, beziehungsweise wenn das Relais anzieht, also hier drüben der Steuerstrom. Das ist alles in diesem Relais-Video noch wesentlich besser erklärt. Der Steuerstrom ist einfach dafür da, um so eine gewisse kleine Spannung freizugeben, um etwas zu steuern. Der Arbeitsstrom ist tatsächlich der, der arbeiten muss, deswegen heißt er dementsprechend Arbeitsstrom. Der Steuerstrom zeichnet sich einfach dadurch aus, dass es nicht so viele Ampere sein müssen, was natürlich super praktisch ist für so eine gewisse Komfortsteuerung und sowas. Dementsprechend ist es dann so, dass wenn das Relais schließen würde, also wie gesagt, hier drüben haben wir unseren Steuerstrom. Wenn der Steuerstrom komplett verbunden ist, dafür müssen wir jetzt auf 205 gleich rüber wechseln, das wäre dann hier drüben, dann schließt das Relais und schaltet praktisch den Pin 30 auf 87 frei und hier entsteht eine durchgehende Masseverbindung.
Das ist nämlich jetzt der Punkt. Diese Masseverbindung ist ja, wir haben jetzt gesagt, das schwarze Kabel ist Masse. Das ist praktisch vom Steuerstrom. Und das würde dann übergehen und geschalten werden auf dieses grüne, wo Masse praktisch freigegeben wird. Und bei der Hupe ist es tatsächlich so, dass die Masse die Betätigung ist. Die Hupe selber hat tatsächlich Zündungsplus, komplett, dauerhaft. Das heißt, die Zündung ist an, es liegt immer, wenn die Zündung an ist, Strom an der Hupe an. Die Betätigung ist praktisch über Masse, was natürlich auch Sinn macht, weil wir hier oben am Hupenknopf keinen Strom erzeugen können oder sonstiges. Dementsprechend wird das Ganze über Masse gesteuert. Was ich jetzt hier noch hingelegt habe, T19 haben wir vorhin sowieso besprochen. Das hier ist das Zeichen für eine Steckverbindung. T19 ist einfach eine Steckverbindung mit 19 Pins, die sie sich am Fahrzeug tatsächlich hier vorne drin befindet. Sowas weiß man dann in der Regel, wenn man sich damit beschäftigt, wo welche Steckverbindung ungefähr sitzt. Aber sie sitzt tatsächlich hier drin. Die werden wir nachher zum Testen bzw. zur Praxis, wo liegt der Fehler am Fahrzeug tatsächlich, auch mal rausnehmen und messen. Jetzt T19 da hinten hingeschrieben habe, das wäre nämlich tatsächlich genau diese Verbindung, und zwar Pin 14, nur dass wir das einfach mal haben. Das heißt, die Masseverbindung haben wir schon komplett. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist praktisch Pin 4 des Relais. Das heißt, wir sind bei Klemme bzw. Pin 85, sage ich einfach. Das sehen wir hier oben, geht von 15 weg. Das heißt, Zündungsplus liegt an. Wenn Zündungsplus anliegt, haben wir eh schon gesagt, wird das Relais hier zugezogen und geschlossen, dass hier Strom fließen kann. Aber wir sind noch im Steuerstrom, also gehen wir hier entlang, gehen auf die 205, und an der 205 sehen wir, dass wir praktisch hier rauskommen. Das heißt, hier geht es dann weiter und geht dann hier in diesen Hupenknopf. Hier ist so ein kleines Schaltzeichen drin. Hier ist so ein kleines Schaltzeichen drin, das steht einfach nur dafür, für handbetätigten Schalter. Und das ist dann tatsächlich der Hupenknopf, den wir hier hinten haben. Dieser Hupenknopf geht dann weiter, geht hier durch als braun und geht dann hier oben auf 31. Das heißt, um das Ganze jetzt mal ein bisschen zu verbildlichen, ist es tatsächlich so, dass ich habe jetzt Rot extra als Dauerplus bzw. Zündungsplus gemacht, wie es hier oben drauf steht. Den Schlüssel extra, um zu wissen, es ist Zündungsplus. Was hier jetzt im Schaltplan tatsächlich relativ schlecht eingezeichnet ist, dass dieser Hupenbetätigungsknopf bzw. der Knopf an sich ist nicht drin. Also es gibt hier kein Lenkrad, sondern es gibt nur die Hupenbetätigung im Lenkstockschalter. Weil wenn wir jetzt hier gucken, steht hier, das ist ja ein komplettes Element, was hier gezeichnet ist, E22 ist dann praktisch wie hier wieder unser Lenkstockschalter. Dementsprechend ist es tatsächlich so, dass das vom Lenkstockschalter ausgeht und nicht vom Hupenknopf. Das heißt, theoretisch wäre es so gezeichnet, dass du nicht auf den Hupenknopf drückst, sondern tatsächlich hier drauf drückst. So wäre das Ganze gezeichnet. Also wie es jetzt ist, ohne Lenkrad, sondern nur mit Lenkstockschalter, und ab hier geht es dann praktisch los, nach unten, nach vorne. Es tut mir leid, wenn es jetzt schon ein bisschen verwirrend ist. Lasst euch gerne Zeit oder schaut euch das Video nochmal an, um dann auch zu verstehen, okay, ist natürlich jetzt sehr, sehr viel Input. Wir gehen jetzt einfach mal alles durch, beziehungsweise wir werden es jetzt einfach mal anklemmen und testen. Hey, funktioniert das Ganze überhaupt? So, das heißt, da wir immer einen Verbraucher brauchen, beziehungsweise eine Masse, ist es so, also dieses Kabel könnte jetzt hier auch einfach eine theoretische Fahrzeugmasse sein. Das Problem ist, hier am Boden habe ich natürlich keine Masse, deswegen nehme ich die Batteriemasse. Das ist jetzt übrigens auch nur ein Versuchsaufbau. Roastet mich nicht bitte für irgendwelche Kabelverbindungen oder sonstiges. Ich habe das einfach aufgebaut, um das ein bisschen zu verbildlichen. Ich sehe schon die Leute aus dem Forum. Oh, wie und oh. Ne, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was ich meine. So, und jetzt ist es nämlich so, jetzt ist praktisch alles angeklemmt. Das heißt, wir hätten zwei Sachen mit Zündungsplus, wir hätten zwei Sachen mit Masse und können das Ganze jetzt durchschalten. Es ist alles angeschlossen und wie wir jetzt gleich merken, hupen wir. Und so simpel ist das Ganze. Also im Endeffekt ist es tatsächlich so, das können wir jetzt auch angesteckt lassen, also da würde jetzt überhaupt nichts passieren, das würde über Nacht nicht anfangen zu hupen, weil dementsprechend der Hupenknopf im Schaltplan gezeichnet als Lenkstockschalter bzw. als Betätigung, wie ich es euch schon erklärt habe, da würde jetzt nichts weiter passieren. Sobald der Knopf nicht betätigt wird, fängt das Ganze nicht an zu hupen. Und es ist immer noch angeklemmt. Ich kann jederzeit auf den Knopf hinten drauf drücken und es würde hupen. Aber soweit mal dazu, dass man sich das Ganze ein bisschen veranschaulichen kann. Tut mir jetzt auch sehr leid, dass ich nicht die richtigen Kabelfarben habe und sonstiges. Und das macht es natürlich dann doch immer ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, ihr könnt nachvollziehen, worum es geht und was ich euch erklären bzw. zeigen möchte. Und was ich jetzt hier aufgebaut habe, ist nichts anderes, als praktisch hier drin steht. Als das, was jetzt hier abgebildet ist, ist das, was wir für die Hupe praktisch
brauchen. Das hier vorne ist nichts anderes. Bis auf die Kabelfarben ist es exakt so angeschlossen, wie es der Schaltplan sagt. Und man sieht, es funktioniert. Was das Ganze jetzt natürlich ein bisschen schwieriger macht, ist meistens nicht so schön am Boden liegt wie hier, wo man einfach sagen kann, ja klar, da ist die Sicherung, die prüfe ich mal, das Relais kann man ja auch irgendwie prüfen, ich habe die sämtlichen Bauteile da. Nein, es ist ja im Fahrzeug irgendwo kompakt verbaut und geht doch irgendwelche Spritzwellen und sonstiges. Dementsprechend ist es natürlich dann nicht so leicht, das Ganze nachzuvollziehen. Deswegen druckt euch das Ganze aus, dass ihr tatsächlich mit Kugelschreiber oder mit irgendeinem Stift da drauf schreiben könnt. Wie fange ich jetzt an, mit Hilfe eines Stromlaufplans zu prüfen, wo ist der Fehler? In der Regel fängt man immer bei den leichtesten Sachen an, die am leichtesten zu prüfen sind. Das heißt, was haben wir jetzt hier insgesamt? Wir haben hier oben die Sicherung 13, Steckplatz 13, wissen wir. Also kontrollieren wir erstmal die Sicherung. Sicherung 13 sieht gut aus. Meistens ist es so, dass es eigentlich ganz gut ersichtlich und auf dem Sicherungskasten die Nummern der Sicherungen draufsteht. Das sieht man eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt hier in dem Fall Sicherung 13 gezogen. Ist aber in Ordnung. Als nächstes testen wir, wenn wir eh schon hier unten sind, testen wir mal das Relais 53. Jetzt wissen wir dank dem Stromlaufplan bzw. der Legende, dass es das Relais 53 sein muss. Und wir haben natürlich auch einen Steckplatz bekommen. Das hier vorne ist zwar auch 53, wird es aber nicht sein, aus dem Grund, weil das der falsche Steckplatz ist. Das sind dran gesteckte Relais, die auch je nachdem, ob das mal umgebaut worden ist, wahllos dran gesteckt werden können. Wir gehen immer direkt vom Sicherungskasten aus. Relais 53, Steckplatz 11, genauso wie es drin stand. Ziehen wir raus und testen wir. Und übrigens keine Angst, wenn ihr so ein Relais zieht. Es ist in der Regel immer so, dass ihr das Relais nicht falsch rum einstecken könnt. Es geht tatsächlich immer nur in eine Richtung rein. Dementsprechend sind die Pins hier auch so verschieden. Aber wie schon gesagt, mehr zum Relais, wie man das Ganze prüft und sowas, gibt es im anderen Video, verlinke ich euch natürlich, oder mal in der Videobeschreibung, könnt ihr auch gerne reinschauen. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal prüfen und dieses Relais hier einbauen. Wenn ihr tatsächlich eine Anleitung zum Relais prüfen braucht, werde ich euch das einfach mal verlinken, könnt ihr euch gerne anschauen. Da geht es ein bisschen tiefer in die Funktionsweise und sonstiges, ist vielleicht auch nicht so schlecht und vielleicht auch sinnvoll für Leute, die nicht so viel mit Stromlaufplänen zu tun haben. Ist jetzt wieder alles angeklemmt, das war ja vorher Relais 53, was wir vorher verbaut hatten und jetzt haben wir praktisch das aus diesem Fahrzeug drin. Testen wir, ob es funktioniert. Funktioniert. Das heißt, Relais ist in Ordnung. Im Relais-Video selber könnt ihr zum Beispiel das Ganze elektrisch ansteuern. Dafür braucht ihr nur eine 12-Volt-Batterie und könnt dann sehen, okay, klickt es, hat es Durchgang und sonstiges. Aber wie gesagt, mehr dazu im Relais-Video. Das heißt, wir haben jetzt zwei Sachen überprüft. Einmal Relais J4 in dem Fall, das können wir auch drunter schreiben, ist 53, das ist in Ordnung, das haben wir geprüft und dementsprechend haben wir auch die Sicherung geprüft, also sind diese beiden Sachen in Ordnung, Relais selber und das hier. Was wir jetzt noch alles prüfen müssen, sind die Leitungen, die hier drin sind, die Hörner funktionieren ja dementsprechend ebenfalls, also das muss ja passen. Der Hupenknopf, an dem soll es nicht liegen, aber der ist ja hier auch nicht drin. Das heißt, wir können auch nicht ausschließen, dass es nicht am Lenkstockschalter liegt. Das heißt, Fehlerquellen mögliche haben wir Masseverbindungen, Plusverbindungen zur Steuerung des Relais. Bei den Hupen haben wir ausgeschlossen und die Sicherung, die ich übrigens hier auch mit eingebaut habe, das ist dann praktisch Sicherung 13, wie es im Schaltplan drin ist. Die habe ich jetzt auch einfach mal mit reingebaut, wäre jetzt nicht nötig gewesen. Aber, also zumindest nicht für diesen Versuch, im Fahrzeug ist es auf jeden Fall sinnvoll, sind wir uns mal ehrlich. Als nächstes ist es so, dass wir uns natürlich aussuchen müssen, okay, was prüfen wir als nächstes. Also ganz, ganz wichtig ist erstmal wieder, das Relais muss natürlich wieder rein, ansonsten werdet ihr sonst katastrophale Messergebnisse haben und überall einen Fehler finden. Dementsprechend Relais wieder rein. Wir werden jetzt, ich habe jetzt mal die Batterie wieder ins Fahrzeug, dass wir da anständig messen können. Ich habe das jetzt aber mal so hingelegt, vielleicht ist das doch noch einigermaßen verständlich. Wir werden jetzt die rote Leitung messen. Das ist praktisch Zündungsplus und geht direkt auf die Hupe. So, Zündungsplus haben wir wie folgt. Klemme 15 brauchen wir eine Verbindung. Klemme 15 ist praktisch das, wo wir hier unsere Sicherung haben. Wir wissen, Sicherung in Ordnung. Das sollte also passen. Dementsprechend folgen wir jetzt dem schwarz-gelben Kabel über Steckverbindung T19, zeige ich euch gleich am Fahrzeug, wird dann hier gesplittet. Das ist, die dünnen Striche sind praktisch genauso wie hier drin. Die dünnen Striche sind keine direkten Kabel, sondern im Steuergerät bzw. in den Teilen wird immer gezeigt, wie was verbunden wird mit den dünnen Linien. Nur die dicken Linien sind praktisch wirklich Kabel, die man sehen kann und anfassen kann.
Genau, das Ganze geht hier wieder rüber. Das heißt, hier wird aus einem Kabel praktisch zwei, ebenfalls schwarz-gelb. Das hier ist auch schwarz-gelb und geht dann hier auf Pin 2 der Hupe drauf. Pin 2 ist dann dementsprechend schwarz-gelb. Leute, die jetzt natürlich nicht wissen, okay, wo sitzt die Hupe, wird es dann natürlich ein bisschen schwierig. Beim Golf 3, beim Beispielfahrzeug, sitzt die Hupe hier hinter der Stoßstange. Ich habe die Kabel jetzt mal nach oben gelegt. Wir haben hier ein schwarz-gelbes Kabel und hier haben wir einmal braun-schwarz. Zu braun-schwarz kommen wir später. Das heißt, wir messen jetzt erstmal die Plus-Verbindung. Dazu, wie gesagt, das Relais wieder einstecken. Ganz wichtig, müsst ihr zwar trotzdem Klemme 15 auch ohne Relais haben, aber weil wir gleich weiter messen, stecken wir das Relais erst wieder an und machen dann weiter. Batterie ist wieder dran, Pole sind drauf. Warum prüfen wir jetzt zuerst das gelb-schwarze Kabel, das heißt die Plus-Verbindung? Eine ganz simple Geschichte. Es ist so, dass dieses schwarz-gelbe Kabel praktisch eine Zündungsplus ist. Das heißt, es läuft nicht über das Relais und ist am einfachsten zu messen. Das heißt, wenn wir da den Fehler hätten, hätten wir am wenigsten Aufwand, ihn zu finden. Dazu stellen wir auf unser Multimeter, vorausgesetzt ihr habt natürlich eins, 12 Volt ein, beziehungsweise 20 Volt. Da wir jetzt ja hier die Spannung messen wollen, und auf der anderen Seite, auf dem anderen Kabel, sicher keine Masse haben, weil er das Relais nicht durchschaltet, messen wir praktisch das Kabel plus gegen sichere Masse. Und sichere Masse ist immer Batterie. Dazu natürlich die Zündung anmachen. Hätte ich jetzt natürlich fast vergessen. Zündung brauchen wir, weil Klemme 15, Zündungsplus. Das sind dann immer so Kleinigkeiten, wo man dann falsche Ergebnisse hat, weil man nicht ganz mitdenkt. Und wir sehen hier, eine Plusverbindung haben wir. Also wir sehen hier im Multimeter, eine Plusverbindung haben wir. Plus ist da. Das heißt, es muss der Fehler masseseitig liegen. Und was heißt denn jetzt, dass Plus ankommt? Plus heißt im Endeffekt, dass dieser Teil hier, ich werde ihn jetzt einfach mal schraffieren, dass dieser Teil hier bis Steckverbindung, also hier hätten wir Steckverbindung T19, das haben wir vorhin schon besprochen, wäre die Steckverbindung hier drin, die werden wir jetzt auf jeden Fall rausholen müssen dafür, das wäre die Steckverbindung T19, da ja hier und hier plus ankommt, passt das also. Hier ist es jetzt tatsächlich ein bisschen erschwerend dazu, dass ich praktisch das Relais eines Doppelhorns drin habe, aber tatsächlich nur einen Kabelstrang tatsächlich habe, also für eine Hupe. Theoretisch hätte ich dann nur ein Signalhorn. Hier ist jetzt ein bisschen blöd, das Ganze ist ein Umbau. Ich habe einen zerpflückten Kabelbaum gehabt und das Letzte, auf was du achtest, wenn du so einen Umbau machst, ist natürlich irgendwo die Hupe. Dementsprechend ja. Aber ich habe praktisch wirklich nur die zwei Kabel. Wenn bei euch ein Horn selber nicht geht und das andere schon und es sich ein bisschen schrill anhört, dann wisst ihr auf jeden Fall, okay, ihr habt zwei. Je nach Ausstattung natürlich auch. Dementsprechend, bei mir ist aber jetzt so, wir haben jetzt nur ein Kabel und man sieht ja auch, dass die Kabel dann direkt gesplittet werden müssen. Das heißt, hier in der Verbindung, beziehungsweise dann müsste ja hier zwischen Steckverbindung und hier müsste irgendwo ein Kabelbruch sein, was relativ unwahrscheinlich ist. Dementsprechend solltet ihr in der Regel dann an beiden Plusanliegen haben. Schraffiert, haben wir geprüft. Das Ganze etwas zu verbildlichen, können wir jetzt hier das Kabel Klemme 15 mit der Sicherung praktisch wegnehmen. Also ich nehme es jetzt weg, einfach um es ein bisschen zu versinnbildlichen, was wir testen müssen und was passt. Ich würde eigentlich ganz gerne einen Lenkstockschalter testen. Wir können eine Durchgangsmessung machen. Ist okay, wenn da aber noch eine minimale Verbindung ist, ist theoretisch auch ein Durchgang, aber keine vollwertige Verbindung, das ist immer der Punkt. Theoretisch müssten wir einen Widerstand messen, allerdings ist es so, dass wir erstens mit einem günstigen Multimeter ganz schwierig, zweitens ist es auch so, dass wir keinen Widerstandswert finden werden, zum Lenkstockschalter zum Beispiel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen werden wir jetzt einfach mal den Durchgang messen. Und zwar haben wir hier ein braunes Kabel. Man sieht hier oben, es geht von Klemme 31, braun hier auf Masse. Und das hier ist ja unser Lenkstockschalter. Dementsprechend werden wir das mal abstecken und einfach mal durchmessen, ob der Lenkstockschalter an sich in Ordnung ist. Wie gesagt, Widerstandsmessung schwierig, weil wir keinen vergleichbaren Wert haben. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal den simpelsten Weg und messen jetzt erstmal überall den Durchgang und schauen, wo wir eine Unterbrechung drin haben. Es ist natürlich so, dass ihr bei so einer Fehlersuche irgendwelche Verkleidungen und sonstiges lösen müsst. Das habe ich jetzt einfach mal bewusst nicht gezeigt, da das ein Beispielfahrzeug ist und wir tatsächlich nur auf die Fehlersuche eingehen. Wenn ihr Videos braucht, wie ihr zum Beispiel Fahrzeuge zerlegt und innen oder so, gibt es bei mir zu einigen Fahrzeugen Videos auf dem Kanal.
Aber wir machen jetzt einfach mal mit der groben Federsuche weiter. Ich habe das Ganze jetzt schon abgesteckt und hier hinten an dem Stecker auf Pin 3, das werden wir auch im Schaltplan wiederfinden, haben wir hier ein braunes Kabel. Dementsprechend werde ich jetzt hier mal den Widerstand messen von dieser Klammer, auf der das Lenkrad aufgesetzt wird, das heißt der Kontakt ist, und hier auf Pin 3. Ist leider ganz schwierig jetzt zu handeln und eine Kamera zwischendrin noch zu halten. Wir testen mal kurz mit beiden Spitzen. Das passt, wir haben Durchgang. Also zumindest am Gerät selber. Dann wissen wir, dass das passt. Und wir hören, hier haben wir Durchgang. Also sollte der Lenkstockschalter in Ordnung sein. Hier hinten sind die Stecker relativ eng. Das heißt, ihr müsst schon ein bisschen rumtun, bis ihr da den richtigen Pin findet. Aber wenn ihr das Geräusch hört, solltet ihr in der Regel den richtigen Pin gefunden haben. Wir nehmen jetzt einfach mal den Lenkstockschalter als in Ordnung. Das heißt, die Betätigung hier streichen wir mal raus. Und fürs Sinnbild nehme ich den Zettel hier mal weg. Dann wäre es natürlich ganz interessant, okay, haben wir tatsächlich eine Masseverbindung? Das heißt, wo geht das braune Kabel hin? Das geht auf Masse. Bei Masse haben wir tatsächlich das Glück, dass wir einfach gegen die Karosseriemasse prüfen können. Das heißt, gegen irgendeine Schraubverbindung, wo Massepunkte dran sind. Ist natürlich auch wieder eine relativ ungenaue Messung, weil es natürlich auch wieder eine Durchgangsmessung ist, also mit Piepsen und nicht Widerstand. Das Problem ist einfach, hier hinten sind gefühlt eine Million Kabel drin. Ich habe das Ganze mal ein bisschen verfolgt. Es geht hier hinterm Tacho, geht es wieder runter und sicherlich irgendwo in den Sicherungskasten rein. Keine Ahnung, oder auf den Massepunkt oder sonstiges. Ich könnte euch den Massepunkt nicht sagen. Deswegen werden wir das jetzt mal gegen Karosseriemasse messen. Das heißt, wir haben hier hinten haben wir eine sichere Masse an dieser Schraube und können dementsprechend von da und hier oben der rote Stecker, also das braune Kabel hier, Pin 3, messen. Einmal auf Pin 3 braun und einmal hier drüben auf Fahrzeugmasse. Wir hören es piepen, das heißt, wir haben Durchgang. Ich gehe mal davon aus, dass die Masseverbindung dann dementsprechend gegeben ist. Viele werden jetzt sagen, warum misst du nicht den Widerstand? Das Problem ist, dass man natürlich den Widerstand durch den Kabelquerschnitt tatsächlich errechnen kann und sonstiges. Die Sache ist die, ich will dieses Video schon so einfach wie möglich machen. Und wenn ich das jetzt mit dem Errechnen und sowas noch reinpacke, glaube ich, wird das ziemlich schwierig. Meistens ist es so, dass das ein auffälliger Fehler ist. Also nicht unbedingt ein Kabelbruch sein muss, wo noch ein Draht dran ist. Dementsprechend machen wir das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da, zumindest an die Leute, die eine gewisse Ahnung und Erfahrung haben, die werden jetzt sagen, ja, Durchgangsmessung, ja, weiß ich nicht, ne? So, also was haben wir jetzt geprüft? Wir haben geprüft, dass hier Masse braun bis Lenkstockschalter in Ordnung ist. Als nächstes prüfen wir das braun-blaue Kabel, hier auf 94 drauf, Stromlaufplan 94 gehen wir hoch und geht hier auf 85. Das heißt, zwischen braun und blau und 85 muss eine Verbindung entstehen oder da sein. Für diese Messung müsst ihr euer Relais dementsprechend wieder rausnehmen und oben aufs Relais drauf gucken, beziehungsweise von unten, wo welcher Pin drin ist. Dann wisst ihr zum Beispiel auch, wo am Sicherungskasten, ohne lange suchen, weil der Sicherungskasten ist meistens doch sehr versteckt. Dementsprechend ist es meistens halt so, dass ihr das vom Steckplatz tatsächlich nicht lesen könnt. Dementsprechend schaut ihr aufs Relais drauf, schaut, wo dementsprechend euer Pin bzw. eure Klemme ist und messt dann praktisch von da. Und hier oben haben wir unser braun-blaues Kabel hier am schwarzen Stecker. Das heißt hier drüben Pin 1, beziehungsweise drehen wir mal den Stecker. Doch, Pin 1, das passt. Wir prüfen das nochmal ganz kurz mit unserem Schaltplan. Hier haben wir T7A-1. Das passt also, gehen dann nach oben dementsprechend und hier auf Klemme 85. Also, Relais ist draußen. Wir haben uns angeschaut, 85 ist sehr weit hinten. So, ich bin jetzt hinten auf Klemme 85 bzw. Pin 85 vom Relais drauf und hier dementsprechend auf dem Stecker Pin 1, braun-blau. Wir haben Durchgang, das passt, also gehe ich davon aus, es ist in Ordnung. Wie gesagt, es tut mir echt leid, dass ich euch das mit dem Messen nicht besser zeigen kann. Aber eine dritte Hand, die haben sie mir leider nicht geschenkt. Wissen wir jetzt, also gehen einfach mal davon aus, dass dieses Kabel in Ordnung ist. Geht hier auf Stromfahrt 194 weiter, ist auch in Ordnung. Und geht hier auf 85 drauf und ist in Ordnung. So, was brauchen wir jetzt noch, dass wir durchschalten können?
Klemme 86 bzw. Pin 86 vom Relais auf Klemme 15. Wie messen wir das jetzt am besten? Jetzt werden einige sagen, hey, das funktioniert doch und das Relais ist gar nicht geschalten. Tatsächlich ist es so, dass das vor dem Relais liegt. Das heißt, hier auf 86 muss Klemme 15 anliegen. Dementsprechend können wir auch innen gegen die Fahrzeugmasse messen, wenn es ist. Wenn es nach dem Relais gewesen wäre, wäre es schwierig gewesen, ohne Relais zu messen. Aber da es davor ist, haut's hin. Heißt, ich schaue mal wieder das Relais an und schaue, wo 86 ist. Und dementsprechend weiß ich dann auch, wo am Sicherungskasten, weil das Relais ja nur in eine Richtung eingesteckt werden kann, wo am Sicherungskasten dann 86 ist. Und dann müssen wir gegen Fahrzeugmasse messen. Ich werde mir hier hinten wieder die Schraube nehmen. Wichtig ist jetzt natürlich keine Durchgangsmessung mehr zu machen, wie wir vorhin gemacht haben mit dem Geräusch, sondern jetzt machen wir eine Spannungsmessung. Das heißt, wir gehen auf Gleichspannung, 20 Volt, ist jetzt hier zum Beispiel eingestellt, und sehen dann, liegen da 12 Volt an oder nicht. Wichtig natürlich, Batteriepulle sind ja noch drauf. Zündung. Noch ganz kurz als Tipp, wenn ihr zum Beispiel im Sicherungskasten bzw. in den Relaissteckplätzen was messen müsst, nehmt euch dafür so einen Kabelschuh her und steckt den praktisch in diesen Pin rein bzw. in die Klemme vom Relais, die ihr messen wollt, und könnt dann mit der Messspitze super hier über die Klemme messen. Wichtig ist natürlich, dass das Kontakt hat, ist eh klar, also die Größe sollte dementsprechend passen. Das macht euch das Messen so viel leichter. Ich habe mir das Relais wieder angeschaut, habe dementsprechend geguckt, okay, wo ist 86, habe da den Pin rein und jetzt messen wir das Ganze. Halten das Ganze gegen Masse und sehen, wir haben hier 12,3 Volt. Das dürfte ungefähr die Batteriespannung sein, wenn das Fahrzeug nicht läuft. Also passt das. Dann haben wir Klemme 15 bis Pin bzw. Klemme 86 ebenfalls gemessen. Ist in Ordnung. Was müssen wir noch messen? Einmal Masse auf 30 und einmal 87 komplett bis zur Steckverbindung. Dieses Stück hier runter wäre nicht schlecht. Das hier, und wenn dann ab der Steckverbindung bis zum Massepunkt bzw. zum Kabel, was hier unten ist. Es wäre bei mir wieder so typisch, dass es das letzte ist, was ich messe. Es wäre wieder so typisch. Wieder das Relais angeguckt. 30 ist hier. Dementsprechend setzen wir natürlich den Kabelschuh auch wieder um. Das habe ich schon mal gemacht. Somit können wir gleich messen. Da wir jetzt hier wieder einen Massekontakt messen, ist es so, dass wir gegen eine sichere Masse den Durchgang messen. Durchgang ist da, würde ich sagen, ist in Ordnung. Damit haben wir auch dieses kleine Stück hier nach oben abgehakt. Das heißt, uns bleibt nicht mehr so viel. Hier drüben sind wir komplett durch. Das heißt, uns bleibt noch die Strecke von 87 bis zur Verbindung 19 bzw. T19. Problem ist nur, dass ich erstens nicht so lange Arme habe, dass ich vom Sicherungskasten unten bis hier vorne messen kann. Das andere ist, dass die Messleitungen nicht lang genug sind. Ist dann eine Masseleitung. Das heißt, wir können dann den Durchgang bzw. den Widerstand messen. Ganz wichtig, was ich am Anfang vergessen habe zu sagen, Widerstand wird immer stromlos gemessen. Ganz, ganz wichtig. Also wenn Strom drauf ist, schießt ihr die Sicherung vom Multimeter, wenn ihr eine Plusleitung erwischen solltet. Gut, das Grundding solltet ihr, wie man mit Multimeter umgeht, solltet ihr vielleicht schon drin haben. Vielleicht mache ich dazu mal ein Video, vielleicht ist es auch ganz interessant. Aber auf alles einzugehen, ihr merkt selber, das Video ist schon elendig lang. Dementsprechend will ich jetzt nicht noch mit irgendwelchen Kleinigkeiten das Video länger machen. Wir messen weiter, let's go. Dann nehmen wir jetzt hier vorne, ich habe den jetzt schon mal rausgenommen, hier die Steckverbindung T19 auseinander. Dann können wir uns natürlich mal anschauen, okay, sind irgendwelche Pins verbogen, ist irgendwas beschädigt, von wegen ist irgendwo was extrem oxidiert oder sonstiges. Das sieht aber hier alles gut aus. Laut Schaltplan suchen wir uns dann Pin 14 und messen einmal Durchgang hier auf braun-schwarz, also was normalerweise direkt am Signalhorn sein sollte. Da messen wir jetzt mal den Durchgang. Schwierig ist dann natürlich immer der Pin zu finden, wenn es so richtig klein ist und man überhaupt gar keinen Überblick hat. Dann ist es ziemlich schwierig. Man kann sich ein bisschen da hinten orientieren, aber tatsächlich auch nicht viel. Meistens ist es dann so, dass du einfach probierst, bis du irgendwas findest. Den Pin ein, und dank des Kabelschuhs, den ich hier dran gemacht habe, können wir jetzt den hier hinten einstecken und hier in Ruhe messen. Gehen hier alle Pins durch. Und ich merke hier, okay, wir haben jetzt hier Durchgang. Auf allen anderen nicht. Das heißt, das hier muss Pin 14 sein. Ihr könnt euch dann nochmal mit der Taschenlampe ansehen. Ab und zu erkennt man doch ein paar Ziffern.
Also ich würde sagen, Durchgang hier ist da. Jetzt können wir auch einfach mal den Widerstand messen. Der Widerstand ist bei 0,4. Wenn wir jetzt ein bisschen warten würden, würde er vielleicht noch runtergehen. Ja, hier hat man kurz die 3 gesehen. Ich würde sagen, ist in Ordnung. Vom Signalhorn bis zur Steckverbindung T19, Pin 14 ist in Ordnung. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die letzte Messung von T19, Pin 14 auf 87 Relaisklemmung bzw. Relaispin. Schon mal das Ganze ein bisschen vorbereitet. Ich habe jetzt hier eine Verlängerung gelegt, die aber eine feste Verbindung hat, sodass ich das hier unten schön messen kann. Weil leider das Kabel vom Multimeter nicht lang genug ist, habe das jetzt hier auch dementsprechend schon auf den richtigen Pin des Relais gesetzt. Messen wir jetzt mal den Durchgang, anschließend den Widerstand. Pin 14 müssen wir uns raussuchen, müsste aber irgendwo hier oben sein, würde ich jetzt schätzen. Suchen uns hier Pin 14. Haben Durchgang und einen Widerstand von 0,6, würde ich jetzt auch sagen, ist in Ordnung. Und damit haben wir alles gemessen und keinen Fehler gefunden. Die Steckverbindung machen wir hier wieder zusammen. Stecken wir alles zusammen und testen. Stecken das Relais natürlich auch wieder an. So, nachdem wir jetzt alles durchgemessen haben, habe ich jetzt auch endlich den Fehler gefunden. Es lag weder an irgendwelchen elektrischen Leitungen oder sonstiges. Auf jeden Fall schon mal guter Punkt, dass dieses Video entstanden ist. Vielleicht kleine Hilfestellung zu euch. Kleine Hilfestellung für euch. Der Punkt ist der, ihr wisst jetzt soweit alles, was so ein Schaltplan aussagt. Und dementsprechend könnt ihr euch das Ganze anschauen, wie das aussieht. Die anderen Schaltpläne, wie zum Beispiel jetzt hier Lichtschalter oder so, da sind einfach die Schaltzeichen ein bisschen anders. Das hier ist zum Beispiel das Zeichen für Lampe. Ansonsten, die Legende hilft euch hier sehr viel. Und ihr müsst euch wirklich ein bisschen konzentrieren. Die Hupe ist schon relativ simpel. Auf jeden Fall, Fehler habe ich gefunden. Und zwar lag es am Hupenknopf tatsächlich. Gar nicht so easy zu finden. Funktioniert. So wie es sein soll. Einfach drücken und fertig. Das Ganze ist nämlich so, ich zeige euch das jetzt gerne mal, beim Sportlenkrad ist ab und zu mal eine schlechte Verbindung da. Wir haben hier hinten diese Feder, die dementsprechend an der Narbe anliegt. Und wenn die nicht perfekt anliegt, ist es tatsächlich so, dass wir hier diesen Kontakt nicht weitergeben können, sodass das dann anständig passt. Ich habe jetzt hier hinten einen Kabelschuh eingeklemmt. Das Lenkrad muss sowieso nochmal ab, weil die Räder nicht gerade stehen. Aber ich habe jetzt hier einen Kabelschuh reingeklemmt, den hier in die zweite Klemme hin. Und fertig ist das Ganze. Das zeigt mal wieder, dass es doch ein sehr, sehr simpler Fehler ist. Hätte ich ein originales Lenkrad da gehabt, hätte ich das natürlich gleich zuerst geprüft. Leider ist es so, dass ich tatsächlich kein originales Lenkrad mehr da hatte vom Golf 3. Dementsprechend hatte ich nur das da und habe da schon lieferzeittechnisch ewig drauf gewartet. Naja, verkabelt ist alles richtig, also keine Fehler. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ein paar Leute mit Erfahrung da sind, schaut gerne mal ein bisschen in die Kommentare runter, beantwortet gerne Fragen. Kein gefährliches Halbwissen, ganz, ganz wichtig, sondern nur, wenn ihr euch wirklich sicher seid. Ansonsten schaue ich da auch immer mal wieder in die Kommentare rein. Ihr wisst, ich lese jeden Kommentar. Und genau, dann soll es mit dem Video gewesen sein. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Weitere Videos gibt es auf dem Kanal. Bis dahin, ciao.